Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 von City Skylines. Ja, sind wir drinnen in unserem Spiel und ist das WASD? Ja. Aber irgendwie ist das gerade nicht schön. Naja, müssen wir durch. Ruckelt irgendwie ein bisschen. Weiß auch nicht warum. Dieses Haus können wir definitiv abreißen. Das müsste das sein, oder? Ja. Da ist auch so eins. Gut. So, hier hinten haben wir die Wahnsinns-Skyline. Machen wir gerade den Bagger weg. Bagger weg. Ja. Und hier hinten hatten wir noch letztes Mal die... was war das jetzt nochmal für... eine Geschäfte waren das, aber welche weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir auf jeden Fall hier angelegt, eine kleine Straße hier gemacht. Da fahren die ersten Autos auch zur Autobahn, die wir hier neu gebaut haben. Die Autos kommen von hier, können nach da fahren, aber die können nicht nach da fahren. Das heißt, wir müssen da noch einen Bogen machen, damit sie... Ich glaube, das war die Autobahnauffahrt, ne? Müssen hier noch einen Bogen machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen schöner geht, ne? Aber ne, das gefällt mir nicht. Ja, so sieht es doch gut aus, oder? Was soll das denn jetzt? Lassen sich das jetzt hier nicht anschließen? So, nochmal. Da ist es möglich. Gut, dann haben wir es auch geschafft. So, jetzt kommen die von da und schwenken da ein, ne? Genau. Ja, ist nicht so schön, ne? Irgendwie ist das eine komische Auffahrt, aber ist wohl schlecht programmiert. So, die kommen jetzt von da und fahren dann darum darauf. Und die können von hier nach da fahren. So, die von hier kommen, können da rausfahren und weiterfahren. Und die von hier kommen, können da langfahren und weiterfahren. Das hier war in Anführungsstrichen vollkommen über. Weil braucht man gar nicht. Naja, da drehen aber immer noch welche sogar. So, und jetzt machen wir mal gerade hier. Ja, das gefällt mir auch wieder nicht. Nee, das ist alles nicht schön. Das mit den Bäumen, das ist auch schon so doof, da sieht man gar nichts. Nochmal von da. So geht's doch, oder? Bisschen geradeaus und dann fahren wir da so drauf. Nicht schön, aber selten, oder? So, jetzt können die auch drehen. Das Innere ist fertig. Jetzt müsste rein theoretisch nur das Äußere, aber da braucht nichts, weil wir da Ende haben. So, die können da also auch alle drehen. So, jetzt haben wir hier das Gewerbegebiet Gewerbegebiet gemacht, aber hier fehlt es jetzt noch. So, jetzt müsste man nur wissen, was ist das? Immer ausgewählt, naja. So, schön parallel daneben her.
Wo kommen wir denn hier hin? Okay, dann müssen wir mal da. So. Die Autobahn ein bisschen rüber haben, würde ich sagen, in diese Richtung. Und von dort aus geht's dann nachher so dahin. Genau. So passt schon. Da würde man eine Brücke bauen. Machen wir jetzt nicht, weil wir das nicht können. So, dann schließen wir da an. Machen das Ganze bis hierhin so. So. Und so. Und so. Passt's. Ach so, ja, wir hätten vielleicht eine Abfahrt machen müssen, ne? Und die baut man vorher hin, oder wie war das? So, jetzt lass mal überlegen. Da haben wir eine. Ja, hier wäre sie schön gewesen oder so, ne? Ja, müssen wir hier was wegreißen und dann die Abfahrt da reinzaubern. Oh, das ist ja riesengroß, ne? Ja, so drehe ich die Karte. Wie war das denn mit dem Drehen? Nicht von mir, sondern von dem Teil hier. Ja, auf jeden Fall funktioniert er so nicht. Gut, das heißt erstmal weg und noch mehr weggerissen. Ich denke, das auch noch. So, dann nochmal das Ganze. Ja, jetzt rastet er nicht ein, weil da unten die Straße im Weg ist. Auch schön. Ja, das ist aber wirklich doof gemacht, ne? Gut, bleib weg. Dann müsste ich hier das jetzt noch abreißen, damit das klappt, ne? So, dann machen wir das nicht. Bauen wir die Straße wieder hin, die Autobahn und fertig. So, fertig. Bleibt so. Wir können natürlich auch Grundstücke kaufen noch, ne? Da müssten wir jetzt, was ist ein Gebäude, ist abgebrannt, schön. Müssen wir jetzt nur gucken, wo wir sind. Ah, hier war das. So, dann würde das bedeuten, man sollte es hier kaufen, oder wie? Was haben wir da? Erzrohstoffe. Autobahn ist eine ausgehende Verbindung. Zug auch. Ja, und Flugzeug. 12.200 können wir uns locker leisten. Ja. Hier sieht man natürlich, dass wir ganz schön viel Dreck verursachen. Dieses Gebäude ist abgebrannt, ja. Gut, nochmal reingezoomt. Das Land haben wir gekauft. Ach so, okay. Ich sehe schon, da kommt ein Dingens hin. Aber wir werden hier dann definitiv noch so
so eine Kreuzung bauen. Mal sagen, hier so hin. Und da schließen wir dann unsere Autobahn dran an. Ja, guck mal, das ist super hier. Ja. Jetzt müssen wir hoch. Und wieder runter. Geht sogar. Und wir schließen da an. So, gleiche machen wir mit der anderen Seite auch nochmal. Dann machen wir erstmal bis dahin normal und dann hoch. Na, kriegen wir das noch hin oder zoomen wir rein? Und dann will er da verbinden. So. Und dann müssen wir bis nach da, aber irgendwie möchte die Straße das jetzt gerade nicht so richtig. So, jetzt passt's aber, ha? Das sieht ja komisch aus hier, aber ist halt so, ne? Damit haben wir das Gebiet auch dann im Endeffekt angeschlossen. In dem Sinne. Entfernung zu gering. Okay. Passt. Und diese hier. Bauen wir mal hier lang. Und die auch. Gut. Oh, hier ist nicht angeschlossen richtig. Auch schön, ne? Geht nicht so weg. Müssen wir so wegreißen. Auch prima. So, auf ein neues. So, jetzt hat es auch wieder nicht geklappt. Was soll das denn jetzt? Ich hätte gerne den Bulldozer. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass das auch einrastet. Och, das kann doch nicht wahr sein, oder? Woran liegt's? Falsche Richtung, oder was? Mann, 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 Mann. Die Schilder sind so und die Zeichen dafür stehen auch passend, okay. Jetzt hat er es wieder nicht angedockt.
Was soll das denn jetzt hier? Na, geht nicht irgendwie. Und da macht er das ja auch nicht, ey. Ja, das ist ja wieder ein super Spiel, da. Nein, hat auch nicht funktioniert. Ist hier auch noch sowas? Ja, das ist da auch noch sowas. Das heißt, wir können alles abreißen, weil es irgendwie in der Fahrtrichtung wahrscheinlich verkehrt ist, gehe ich von aus. So englische Verhältnisse oder so, keine Ahnung. Ja, man sieht es hier auch, da sind die Pfeile falsch drauf, ne? Die Fahrtrichtung war verkehrt. Können wir alles abreißen. So, bis dahin muss es weg, wohl. Und jetzt können wir das erstmal hier noch wegmachen. Da ist es auch verkeilt rum. Da auch. Die ist richtig rum. Da ist es falsch rum. Können wir alles wegmachen. Teures Bauvorhaben ist das. So, das ist passend. Sieht irgendwie aus, als ob es nicht angeschlossen wäre da, aber ist wohl. Das müssen wir hier nochmal wegmachen, das gefällt mir nicht. Da ist die Kurve jetzt nicht richtig, ne? So, das passt. So. So. Und so. Hat eingerastet. Hat funktioniert. So, von dort müssen wir jetzt über die Straße rüber. Guck mal, das ist auch schade. Bei dem einen macht er das so und bei dem anderen nicht. So, jetzt hier gucken, dass wir da hochkommen ordentlich. Ne, dann machen wir erstmal noch bis hier hin. Und da geht es dann so rüber. Na komm schon. Der war doch eben blau, oder? So.
So. Und dann schließen wir da noch an. Will er nicht so richtig, ne? Aber jetzt. Und dann hat es auch gepasst. Gut, hier ist es auch verkehrt. So, lassen wir es erst. Jetzt haben wir eine ganze Weile mit der Straßenbaugeschichte angefangen. Passt. Und hier sieht es genauso aus. So haben wir es. Jetzt ist alles in Butter. So, gut, okay. Damit haben wir das erstmal geschafft. Straßen sehen auch ordentlich aus. Passt. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.